Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich einen Full-Face-Beauty-Boxen Januar 2021. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich habe mir nämlich überlegt, dass es ganz witzig wäre, wenn ich über den ganzen Monat verteilt die Beautyboxen abwarte, wie sie dann so bei mir eintrudeln und dann am Ende des Monats ein Fullface damit schminke. Den Rest der Produkte, was quasi nicht in dem Fullface noch mit drin ist, werde ich ergänzen mit Produkten, die ich schon bei mir zu Hause habe und die auch aus Beautyboxen kommen. Ich hoffe, dass ich mich dann auch daran erinnern kann, woher sie kommen. Genau, das ist die Challenge und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Diesen Monat habe ich leider keinen Primer in den Beautyboxen gehabt, ist aber nicht schlimm, denn ich habe hier zwei Primer stehen, die ich mal in der Glossybox drin hatte. Das ist einmal dieses sackenteure Ding, das hatten wir glaube ich vor einem Jahr in der Glossybox von Avant oder Avon. Pro Perfecting Collagen Primer Touche Eclat. Das ist diese Schätzelein. Die Textur ist, ja, dickflüssig, milchig. Ist milchig eine Textur? Man weiß es nicht. Auf der Haut fühlt er sich an, als hätte man einfach eine ganz normale Creme aufgetragen. Feuchtigkeit spendend, so einen kleinen Weichzeichner-Glättungseffekt gibt es schon noch mit. Ist auf jeden Fall ein feines Teil, ne? Aber ist er 100 Euro wert? Ich glaube nicht. Sowohl die Glossybox als auch die Goodiebox haben dieses Produkt mal mit in der Box gehabt. Und zwar von Fix & Rouge Wonder Love Charm. Das kannst du verwenden als Serum. Ich persönlich präferiere es lieber zu verwenden als Glow Primer über einem normalen feuchtigkeitsspendenden Primer. Da mag ich das einfach lieber. Ansonsten ist mir das vom Effekt her einfach zu intensiv. Das sind halt wirklich flüssige Drops, die da so rauskommen. Und es sieht jetzt aus, als hätte ich mir eine Perle auf mein Gesicht gegeben. Und diese zwei Tropfen habe ich mir jetzt einfach nur auf meine Nase und meine Wangen- und Kinnpartie so aufgetragen. Ich glaube, die Stirn lasse ich jetzt mal frei von Schimmer. Ja, man sieht auf jeden Fall so einen Glow-Effekt auf der Haut. Und ich finde es ganz nice, ne? Definitiv. Aber auch das ein super teures Produkt, wo ich lieber zu einem Love Aura Glow Primer oder einem How Cosmetics Pearl Shine Elixir greifen würde, anstatt dass ich das nehme. Ne? Weil das ist halt schon sehr, sehr teuer. Ich hatte ein Produkt in der Luxury Box, wo ich beim Unboxing gesagt habe, habe ich ausprobiert, hat nicht so gut bei mir funktioniert, aber super viele haben mir in die Kommentare geschrieben, probiere es nochmal so und so aus und und dann habe ich mir gedacht, okay, dann probiere ich die Foundation oder den Tinted irgendwas Action Cream, die Tinted Action Cream von Youth Lift jetzt mit euch hier zusammen aus. Ich hatte sie tatsächlich auch weitergegeben an die liebe Jenny, Miss Curly Jen, glaube ich. Und ja, dann versuchen wir das jetzt einfach mal besser hinzukriegen. Riesending, ne? 50 Milliliter kostet, ist das heftig. Richtig heftig. 50 Milliliter ist wirklich heftig. Mit sanften Streichbewegungen auf das Gesicht auftragen, tagsüber oder je nach Bedarf anwendbar. Genau. Um das Produkt einzuarbeiten, habe ich zwei verschiedene Schwämmchen. In der Look Fantastic Beauty Box war der So Echo Schwamm drin, der schön weich ist. Also nicht ultimativ weich, wobei doch sehr weich. Ne? Ich habe den natürlich jetzt auch angefeuchtet. Sieht hübsch aus. Und für die andere Gesichtshälfte habe ich aus der Pink Box den Ebelin-Schwamm. Der ist deutlich fester. Deutlich fester. Ne? Also da sieht man, glaube ich, ganz gut, dass der fester ist. Okay. Ebenfalls in einer Beautybox hatte ich mal von Luxi den Small Duo Fiber 524 Pinsel drin. Das ist so ein, ja, Pinsel. Stippling Brush, genau. Und der ist halt ein bisschen sehr, sehr feiner und ich möchte nicht allzu mega viel Produkt auf mein Gesicht auftragen. Deswegen mache ich das erst mit dem Stippling Brush. Sieht echt aus wie eine Kackwurst auf meiner Hand. Das tut mir leid, ne? Aber mir wurde gesagt, ich soll mich das trauen und ich soll das mal ausprobieren und es wäre gar nicht so schlimm und ich müsste das einfach nur ordentlich verteilen und sehr, sehr dünn auftragen. Alles klar, Leute. Das sieht jetzt aus, als hätte ich im Dreck gespielt. Definitiv. Ich versuche das jetzt wirklich ganz, ganz vorsichtig in meine Haut einzuarbeiten. Das Problem ist, dass es wirklich sehr, sehr trocken wird, ne? Auf dieser Gesichtshälfte gehe ich dann mit dem Ebelin-Schwamm drüber. Und auf der anderen Seite mit dem So Echo Schwämmchen. Ich glaube, wir können alle sehr gut sehen, wie furchtbar das Produkt auf meinem Gesicht aussieht, oder? Ich finde es super fleckig. Ich finde, dass die Farbe halt null passt. Es lässt sich halt echt schwer verteilen, sowohl mit einem Schwämmchen. Deswegen gehe ich jetzt auch auf dieser Seite übrigens mit dem Schwämmchen. Dieses So Echo Schwämmchen finde ich deutlich besser, ne?
es passt nicht zu meiner Hautfarbe, es ist für mich zu rötlich und gleichzeitig auch zu braun. Es geht gar nicht klar, finde ich. Also ja, vom Finish her, beziehungsweise wie es mit der Haut sich zusammen verhält, das ist sehr natürlich und sehr schön. Aber die Farbe geht nicht klar, ne? Und dieses Fleckige geht mir auch echt auf den Keks, das mag ich gar nicht. Meine Haut sieht sehr, sehr unruhig aus und sehr, sehr fleckig. Ich habe einen Bart. Nein. Ja, also das ist dann definitiv auch wieder ein Weiterwanderprodukt. Jetzt kommen wir mal zu Concealer und ich hoffe, dass ich mit dem... Am Hals, das sieht so schlimm aus. Ja, dass ich mit dem Concealer auf jeden Fall noch irgendwie ein bisschen was retten kann. Ich hatte jetzt in diesen Boxen tatsächlich keine Concealer drin, aber ich hatte in der Elektra Beauty Box mal den Vitamin C Under Eye Brightening Brightener von Technic drin. Den werde ich jetzt zuallererst mal auftragen. Das ist so ein Hochdrehvieh. Nehme ich hier diesen So Eco Schwamm und blende das ein. Mache ich auch direkt auf mein Augenlid drauf. Und da ich finde, dass der ganz gut bei meiner Hautfarbe passt, ne, gebe ich mir den auch direkt auf verschiedene Stellen in meinem Gesicht. Also am liebsten würde ich mir den als Foundation-Ersatz aufgeben. Sagen wir mal so, der Under Eye Brightener hier von Technic macht wohl ein bisschen, ne, der hat jetzt auch meine Complexion so ein bisschen gerettet, weil ist dabei, das zu retten. Ich bin da irgendwie noch nicht ganz fertig. Ist jetzt aber kein Concealer in dem Sinne. Das steht aber auch drauf, es ist ein Under Eye Brightener. Ich verwende den jetzt einfach als Full Face Brightener. Genau, und das funktioniert, muss ich wirklich sagen. Das ist ganz cool. Ich werde hier aber gleich noch einen normalen Concealer auch verwenden. Und auch da habe ich einen aus einer Beauty Box. In der My Little Box hatte ich von Fenty Beauty den Pro Filter Instant Retouch Concealer in der Farbe 120. Ja, der darf jetzt noch ein bisschen mehr retten. Guckt euch mal diesen Foundation-Fleck an. Wow. Der ist schon ziemlich gelbstichig, ne? Deswegen gebe ich mir den hier so punktuell auf und blende den dann ein. So, der darf jetzt auch noch ein bisschen hier meine... alles unten abdecken. Okay. Ich glaube, so lange habe ich schon ewig nicht mehr gebraucht, um mir eine Base zu machen. Aber gut, ich musste jetzt ja auch ziemlich viel retten. Ich filme jetzt schon seit 25 Minuten. Ihr seht das ja geschnitten. Das heißt, ich bin jetzt schon gut 20 Minuten dabei, meine Base zu bearbeiten. Aber gut, so wie sie jetzt ist, werde ich sie jetzt auch erstmal lassen. Genau, das ist für mich dann das Concealer- und Foundation-Spiel, was auf dem Gesicht drauf ist. Ich verwende ja super gerne in letzter Zeit, einfach weil ich gemerkt habe, dass es mir mit meiner trockenen Haut sehr, sehr gut tut. Nachdem ich meine flüssigen Texturen verwendet habe, ein Fixing Spray. Und hier habe ich mal in einer Box drin gehabt. Ich glaube, das war die Goodie Box. Ich lehne mich aber jetzt nicht allzu weit aus dem Fenster. Das Eau de Beauté, das ist ein Schönheitswässerchen. Ich weiß nicht, ob das noch gut ist. Da oben schwimmt so Fett drin. Ne? Also das kann man auf jeden Fall als Gesichtswasser verwenden oder halt auch als Fixing Spray, als Setting Spray, als immer mal wieder zwischendurch Auffrischungsspray. Mal gucken. Wie riechst du? Geht klar. Oh, dieser Sprühnebel ist wirklich unfassbar gut. Und ich habe aktuell ja auch von Caudalie ein Reinigungsschäumchen in Anwendung. Also es ist in seinen letzten Zügen. Es müsste jetzt bald schon aufgebraucht sein. Weil ich drehe heute mein Aufgebraucht-Video, deswegen wird das im Aufgebraucht-Februar landen. Ja, toller Sprühnebel, toller Sprühkopf, toller Glasflakon. Gefällt mir wirklich gut. Sollte ich öfters mal verwenden. Riecht schon ein bisschen muffig. Sollte ich mir Gedanken drüber machen. Gestern erst habe ich die Beauty Love the Natural Box ausgepackt. Das ist eine Beauty Box, die halt sehr grüne Kosmetik beinhaltet. Sowohl Produkte aus dem Bereich Pflege als auch aus dem Bereich dekorative Kosmetik. Und da hatten wir dieses Mal ein Puder drin. Und das ist von der Marke Pace. Oder Paese? Na, das ist Pace, ne? Das ist ein Bambuspuder. Das finde ich spektakulär. Und dafür verwende ich einen Pinsel aus der Brigitte Box. Das ist ein Pinsel von Ebelin. Und das ist so ein Konturpinsel, der so abgeschrägt ist. Jo, mal gucken. Wir haben ja auch noch so ein Puffelding drin, aber das benutze ich eher weniger. War sehr, sehr trocken. Also als ich das auch geswatcht habe, habe ich mir gedacht, huch, das wird eine interessante Kiste mit uns beiden. Ich meine auch, dass ich dann noch irgendwo gesehen habe, dass es eigentlich eher für
ölige und Mischhaut ist, die ich ja safe nicht habe. Aber gut. Ja, es staubt. Und hier pudere ich jetzt einfach mal mein komplettes Gesicht damit ab. Es riecht aber ganz angenehm, sehr frisch natürlich. Der Pinsel gefällt mir übrigens auch ganz gut zum Abpudern. Der ist wirklich sehr fluffig und er ist pieksig, ne? Er ist ein bisschen pieksig, da muss man wirklich an den unteren Augenpartien so ein bisschen aufpassen. Aber da kommst du super mit dem Pinsel dran. Das mag ich gerne. Also ja, das Puder weißelt ein bisschen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das nicht schlimm finde, weil die Foundation ja auch so, nennen wir es Foundation, die Tinted Action Cream, so furchtbar fleckig war. Und das wird jetzt auch wirklich, es wird alles gerade sehr schön angeglichen und vereint. Ne? Das sieht schon besser aus als eben, Leute. Jetzt mache ich mir auch wieder Hoffnung, dass das Ganze was werden könnte hier heute. Ich hatte ein bisschen Angst. Ja, der Concealer ist natürlich gerade so ein bisschen am in die Fältchen rutschen. Aber das machen die meistens noch. Aber wenn ich dann nachher zum Augen-Make-up komme, was heute etwas entspannter ausfallen wird, hören die Concealer meistens bei mir auf zu creasen. So, dann brödel ich hier wieder das Touch-Up-Spiel mit rein. Doch, also kein Puder, zu dem ich jetzt aktiv greifen würde, weil ich schon sehr, sehr puderig damit aussehe. Aber es ist jetzt gerade in diesem Moment ein guter Helfer gewesen. Ja, genau, deswegen, also das ist jetzt, muss ich noch ein bisschen länger drauf lassen, um zu gucken, ob das jetzt irgendwie austrocknend ist. Legt sich jetzt aber nicht irgendwie auf trockene Stellen. Also im Prinzip sieht es sehr flawless aus. Ne? Jetzt aktuell mag ich das. Blush, Bronzer und Highlighter hatten wir diesen Monat in keiner der Boxen drin, die bei mir eingezogen sind. Ich hatte aber mal, ich glaube, in der Vegan Beauty Basket das Woga Woga Beach Mode Bronzing Powder. Ja. Keine Ahnung. Natural Mineral Bronzing Powder oder auch Blush. Das heißt, es wird ein sehr, sehr rötliches Puder sein. Oder ein sehr, sehr rötlicher Bronzer. Auch hier wieder so ein Drehvieh. Das finde ich auch immer sehr praktisch, weil dann hast du die Pinöppel auch verschlossen, wenn du es dir theoretisch hochkant hinstellen wollen würdest. Ja, ne? Dann gebe ich mir mal ein bisschen was in meinen Deckel und dann verpassen wir mir mal ein bisschen Bronzing-Gedönsen. Nehmen wir hier wieder den Pinsel. Mache ich hier kurz ein bisschen sauber und ein bisschen Puder ab, ne? So. Ich habe ein bisschen Angst davor. Aber gut, weil es doch sehr, sehr rot aussieht, brauchen wir gar nicht drüber reden, ne? Holla, die Waldfee. Ja. Gerade bei diesen losen Geschichten habe ich persönlich ganz oft das Problem, dass ich zu viel aufnehme. Und weil ich so selten dazu greife, habe ich mir auch in dieses Full Face so viel loses Kram reingelegt, wie ich finden konnte. So. Es ist rot. Es ist richtig rot. Es ist orange. Ich glaube nicht, dass dieser Bronzer bei mir bleiben wird, weil guckt euch das an. Oh. In der Goodiebox hatten wir mal so einen fetten Fluffel drin von Niri. Dann werde ich den jetzt mal hier verwenden, um das Ganze auszublenden. Das war voll der Reim. Also ich kann den jetzt auch safe nicht verwenden, um meine Nase so zu konturieren oder sowas. Das ist schon jetzt ein Struggle gerade schon wieder gewesen. Ne? Also werde ich nicht warm mit diesen verrückten Bronzing-Powdern in Lose. Weil es mir ja gerade so viel Freude bereitet, mit losen Produkten zu arbeiten, habe ich hier noch das Style London Meets Glossy Box Blush. Das ist aus der Geburtstags-Limited Edition Box gewesen von vorletztem Jahr oder so. Auch hier haben wir so ein Puffelding drin. Dieses Puffelding ist aber ganz gut, weil es hält dann den Blush hier drin, dass wenn man das dann hochkant hinstellt, dass er nicht rausfliegt. Auch das wieder schwierig zu dosieren. Ich gebe mir ein bisschen was in den Deckel und mache meinen Allrounder-Pinsel für heute einfach mal ein bisschen sauber. Und dann gucken wir mal. Ich swirle jetzt mal den Pinsel so richtig hier drin, damit hier gleichmäßig Produkt aufgenommen werden kann. So. Und trage mir das dann hier so auf. Oh, das ist dezenter. Das kann man besser, da kann ich besser mitarbeiten, weil man es aufbauen kann und das nicht halt direkt bam da ist. Ne? Das ist schon mal sehr charmant. Den gebe ich mir tatsächlich hier aber auch nochmal richtig entspannt über die Nase. Das ist eine super fleckige Geschichte unterwegs. Ne? Das ist ja schön. Jetzt gehen wir weiter zum Highlighter. Und Highlighter ist immer eine ganz schöne Geschichte. Den hatte ich in der Vegan Beauty Basket mal drin. Annabelle Minerals Diamond Glow mineralische Highlighter. Den gab es auch mal in der Luxury Box.
Und dann nehme ich mir einen Spectrum B08 Pinsel. Den hatten wir auch mal, ich glaube, in einer Look Fantastic Beauty Box. Ich habe nur ein ganz, ganz kleines bisschen hier im Deckel, aber ihr wisst ja, Highlighter, ne? Braucht man jetzt nicht so ewig viel eigentlich. Mal gucken. Den trage ich hier auf. Der ist wirklich schön, ne? Der hat, ja, einen tollen Effekt auf jeden Fall. Ups. Komm, was soll's. Oh, ja. Claudinchen. Den mag ich leiden. Der hat jetzt auch nicht so ultra chrom Glitzer oder sowas mit drin, ne? Eben schon gedacht, ich habe zu viel aufgetragen. Was mache ich? Ich leg nach. Das ist so typisch, ne? Der lässt sich auch schön ausblenden. Also da muss man wirklich keine Angst haben. Ja. Ne? Der macht einen tollen Effekt. Definitiv. Guckt euch das an. Das ist sehr, sehr edel. Nice. Augenbrauen. Hatte ich, glaube ich, in der Look Fantastic Box oder in dem Adventskalender von Real Her den Definer Brow Pencil. Das ist dieser hier. Und den finde ich eigentlich ganz ansprechend. Wir haben auf der einen Seite halt eine sehr dünne Mine zum Hochschrauben. Der war jetzt aber nicht dieses Mal in der Box mit drin, diesen Monat mit drin, ne? Und auf der anderen Seite haben wir einen Spoolie. Es ist nicht wirklich meine Farbe, aber es ist okay. Schon sehr rötlich, ne? Naja. Was ich aber im Januar in einer Beautybox drin hatte, ist ein Augenbrauen-Gel. Und zwar von Rimmel London Brow This Way Brow Styling Gel mit Arganöl. Und das war in der Elektra Beautybox mit drin. Das Bürstchen ist relativ groß, da war ich ein bisschen irritiert, aber gut, ja, das ist so kegelförmig nach vorne zusammengehendes Kunsthaarbürstchen, kommt man auf jeden Fall mit klar. Es gibt sehr, sehr viel Produkt ab, da müssen wir gleich auch mal gucken, inwiefern das trocknet. Da habe ich mir jetzt so einen kleinen fluffy Brow Look mitgezeichnet. Ja, und jetzt kommen wir zum Augenlook und da hatte ich in der Pink Box von Gokosch oder Gokos dieses Duo drin, Beauty to Go. Das ist, ja, sind zwei verschiedene Augenpuder quasi, also Lidschatten. Wir haben hier einmal so einen sehr hellen Ton, so einen, ja, roséfarbenen Ton. Der ist hier schon vordrin. Vordrin nennt man das so. Das ist hier schon einfach vorab drin, genau. Das ist immer diese Kappe. Und alternativ kann man sich die andere Kappe aufsetzen. Achso, das roséfarbene ist 206 und die 209, das ist ein ganz kleines bisschen dunkler. Das kann man sich dann auch noch da drauf setzen, um quasi dann wahrscheinlich das für außen zu nehmen. Ne? Und da dreht man dann einfach auch dieses Puffelding drauf. Und damit machen wir jetzt einen easy peasy Look. Ja. Quasi hell nach innen, dunkel nach außen. Ja, es ist halt ein bisschen nervig, weil du musst halt immer wieder dann zudrehen, aufdrehen. Ups. Es bietet sich an, den Stift festzuhalten, ansonsten fliegt er einem weg, weil er hier so eine Feder drin hat. Okay. Es ist praktisch, ne? Weil dadurch sparst du dir so ein Stück weit den Pinsel. Du hast hier quasi so einen Schwämmchen-Applikator mit drin, wo man auch präzise mitzeichnen kann. Doch, also praktisch ist es auf jeden Fall. Aber es ersetzt für mich echt keine Lidschattenpalette. Weil, ja, du musst auch immer in Töne, in Paletten natürlich dann mit dem Pinsel wieder rein, um wieder neue Farbe aufzunehmen. Verstehe ich auch alle wohl. Aber es ist nicht meine Art, wie ich mich gerne schminken mag. Dann gehen wir jetzt in die andere Farbe. Das ist halt echt hier oben nicht wirklich verblendet und so. Muss man schon noch mit dem Finger nachgehen oder mit dem Pinselchen oder so. Ich weiß jetzt nicht, ob das schneller geht, als wenn ich mir eine Lidschattenpalette nehme. Wage ich jetzt mal ganz grob zu bezweifeln, ne? So, zack. Hier ist der dunklere Ton. Also eigentlich eher so ein hellbraun, den man auch ungefähr gar nicht sieht. Ja, das ist halt so ein leicht gräuliches hellbraun, würde ich jetzt einfach mal zu dem Ton so sagen. Ja, ist halt jetzt so icy. Passt jetzt eigentlich zum Wetter, weil draußen hat es heute Nacht gefroren, ne? Aber, ja, haut mich jetzt nicht so vom Hocker. Vielleicht wende ich das auch falsch an. Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. So wollen wir es aber mal lassen, ne? Jo, das ist jetzt der fertige Augenlook, der 1A zu meinem Oberteil passt, weil grau. Und ich habe aber noch einen Eyeliner. Und das wird jetzt wahrscheinlich sehr gut dazu passen. In der Blissim Box hatte ich nämlich von diesem Eyeliner die große Version, aber den kleinen habe ich hier sowieso auf meinem, also ne, in meinem Backup gehabt. Von Aiko London oder Aiko London, That's Where I Draw the Line. Das ist dieser Eyeliner.
den Aieko Eyeliner Black Magic. Das ist ja mein absoluter Lieblings-Eyeliner, weil der vorne auch so eine ganz tolle Spitze hat, so pinselmäßig. Das hier ist jetzt mehr so Richtung Filzstift tatsächlich. Ja, und relativ kurz und dick. Und damit ziehen wir uns mal einen Eyeliner. Als ich den relativ frisch aufgetragen habe, sprich wo er in Erstkontakt mit der Haut gekommen ist, hat er noch relativ gut gemalt, aber auch nicht tief schwarz. Er ist aber nach und nach immer mehr ausgetrocknet. Heißt, hier habe ich einen relativ feinen Wing hinbekommen, während auf der anderen Seite das Ganze sich als sehr kompliziert dargestellt hat. Jetzt habe ich hier eine Mascara und die habe ich in der Elektra-Box drin gehabt. Das ist die Max Factor 2000 Calorie Curl Addict Rich Volume and Curl Mascara. Das ist dieses Schätzelein. Und Mascaras sind für mich immer eine ganz, ganz aufregende Geschichte, weil Mascaren auf ihre Art und Weise sehr unterschiedlich bei mir funktionieren. Manche machen halt richtig krasse Wawawum-Lashes und manche sind so öde. Die hier sieht recht vielversprechend aus, weil die halt so ein richtig dickes, aber doch irgendwie kurzes, gebogenes Kunsthaarbürstchen hat, was ich total spektakulär finde. Sieht aus wie ein kleines Würmchen. Riecht muffig. Keine Ahnung, nach Mascara halt. Und jetzt machen wir die Geschichte mal auf die Wimpern drauf. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Also ich muss gestehen, dass ich die Mascara am Anfang erst so ein bisschen unterschätzt habe. Denn in der ersten Schicht war ich so skeptisch. Da dachte ich erst so, alles klar, das wird eine Alltagsmascara, die ist nicht so fancy. Aber wenn man die wirklich in drei Schichten aufbaut und dann dieses Bürstchen auch so quasi ansetzt und dann langsam auch so und dann hochzieht, ne, also so drehen und hochziehen, bekommt man schon einen schönen Effekt hin. Und dann wird auch ein so relativ langweiliger Augenlook zu einem aufregenden Augenlook, ne, weil die dem Auge dann noch so ein bisschen mehr Strahlkraft, Ausdruck und jo, alles Mögliche verleiht. Genau, nein, also das gefällt mir und jetzt fühle ich mich auch ein bisschen wohler, ne? Weil ich dachte eben erst so im Laufe des Looks so, oh mein Gott, das wird aber ganz schön langweilig. Aber dadurch, dass die Mascara mir jetzt noch so solche Wimpern schenkt, doch bin ich wieder etwas zufriedener. Zwei Lippenprodukte hatte ich in Boxen drin. Da habe ich einmal in der Look Fantastic Box den Sleek Matte Me Ultra Smooth Matte Lip Cream drin gehabt. Ich werde die nicht verwenden, weil ich mag keine matten Lippenprodukte. Roasted Almond, das ist halt auch echt nicht so die Farbe, die ich gerne mag, auch wenn die jetzt gar nicht so verkehrt zu dem Look aussehen würde. Aber ich finde, hierzu passt jetzt vielleicht eine rote Lippe oder keine Ahnung, was Rosenholzmäßiges, ne? Weil das ist alles sehr kühl. Ich habe aber auch noch in der Vegan Beauty Basket Lip Tint Nude drin gehabt, We Love Eco. Und das ist eine farbige Lippenpflege mit Bio Fair Trade Shea Butter, tierversuchsfrei und so weiter und so fort. Und da konnte man sich die Farbe aussuchen. Ich habe mich für Nude entschieden und ja, das trage ich mir jetzt auf. Ist wirklich einfach nur ein Hint of Tint. Ein ganz kleines bisschen Lippenfarbe, aber ich finde, das reicht auch für den Look tatsächlich jetzt. Sieht echt hübsch aus und das wäre jetzt auch so der Look, mit dem ich jetzt so mich den ganzen Tag wohlfühlen werde. Heute ist Sonntag. Ich werde gleich noch das Aufgebraucht-Video drehen, da seht ihr dann auch nochmal diesen Look. Sachen, die jetzt diesen Monat in den Boxen drin waren, haben die mich umgehauen. Die Mascara ist schön, der Eyeliner ist okay. Der Lidschatten ist jetzt in seiner Komplexität ganz schön. Ne? Das Augenbrauenprodukt fand ich jetzt auch gut. Jetzt mal fühlen. Also der ist jetzt nicht so hart wie der 24 Hours Brow Setter, muss ich sagen. In den Schwämmchen war der Echo, der ist so Echo, den werde ich behalten, finde ich klasse. Den von Ebeline, den werde ich durchwaschen und dann weitergeben an Freunde und Familie. Den Pinsel mochte ich gerne. Also ja, schon. Also es waren schon nette Produkte in den Beautyboxen drin. Über dieses Produkt möchte ich nicht weiter reden. Das sah ja echt gruselig aus. Ja, ne, das Puder, das Pass-Puder hat jetzt am Ende wirklich ein schönes Ergebnis gemacht, ne? Ja gut, ich habe auch derbe Highlighter drauf. Aber es sieht alles sehr gesund in meinem Gesicht aus und ich finde, ich sehe auch akzeptabel aus. Kann man auf jeden Fall nicht anders sagen, ne? Ihr Lieben, schreibt mir gerne eure Meinung zu den Produkten und zu diesem Videoformat unten in die Kommentare rein. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Style & Talk Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und
Hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!